Er war Gründungsmitglied, er war Landtagsabgeordneter für die AfD, er war im Bundesvorstand. Das alles war Steffen Königer. Jetzt ist er ausgetreten und entsetzt von seiner einstigen Partei. Ich muss heute leider eingestehen, dass die Bürgerlichen den Kampf gegen die destruktive Kräfte in der Partei endgültig verloren haben. Sie ist heute zu großen Teilen nur noch ein Sammelbecken für Menschen und für Mandatsträger, die niederreißen wollen und nicht aufbauen können. In Chemnitz etwa sei mit Rechtsradikalen marschiert worden. Auf dem letzten Parteitag hätten radikale Verschwörungstheoretiker kräftig Applaus bekommen. Was in der AfD geschehe, sei nun mit seinem Gewissen nicht mehr vereinbar. Herr Königer hat vor knapp 2 Wochen noch für genau die Partei, die er jetzt verlässt, sich um einen aussichtsreichen Kandidaturplatz fürs Europaparlament bemüht. Die Kandidatur war nicht erfolgreich, also der Versuch der Kandidatur. Und nun ist er sehr frustriert und enttäuscht. Königer kritisiert auch die Zerrissenheit des Bundesvorstands über den Kurs der Partei. Dort tobt eine Art Stellvertreterkrieg um die eigene Jugendorganisation. Wegen zu großer Nähe zu Extremisten wollen die eher Gemäßigten die JA am liebsten abstoßen. Der Rechtsaußenflügel unbedingt halten. Als Kaderschmiede und loyale Truppe die JA von ihnen seit Jahren umgarnt und direkt angesprochen. Dass ihr euch im Dienst verzehrt. Ich weise euch einen langen und entbehrungsreichen Weg. Ich weise dieser Partei einen langen und entbehrungsreichen Weg. Aber es ist der einzige Weg, der zu einem vollständigen Sieg führt. Und dieses Land braucht einen vollständigen Sieg der AfD. Höcke gilt vielen als Idol, hält seine schützende Hand über die JA, wie auch sein Vertrauter Andreas Kalbitz, der den Austritten geschockter, gemäßigter etwas Gutes abgewinnen kann. In einer internen Mail schreibt er: Ich bedauere, in den vergangenen Tagen mitbekommen zu haben, wie auch in der JA einige wenige unter dem Vorwand von Sachzwängen oder taktischen Erwägungen den Schwanz eingezogen haben. Aber zumindest klärt dies für die Zukunft, wer verlässlich ist, wenn es jenseits von Schönwetterverantwortung mal ans Eingemachte geht. Teile der Jugendorganisation selbst dagegen flehen, fast in Richtung Mutterpartei endlich geschlossen, die radikalen Umtriebe ernst zu nehmen, wollen eine Neugründung, denn die JA sei flächendeckend von Radikalen durchdrungen. Eine Grenze, die überschritten wurde, ist eben die Fremdenfeindlichkeit. Wenn beispielsweise auf öffentlichen Facebook-Seiten sich dahingehend geäußert wird, dass Migranten verglichen werden mit Tieren im Zoo, deren Käfigtüre man offen gelassen habe, dann ist das eine Äußerung, die ist inakzeptabel, die ist widerlich. Eine sich radikalisierende Jugendorganisation, die vor der Spaltung steht. Eher Gemäßigte, die für einen Parteiaustritt keine Alternative mehr sehen. Eine Partei, die mit sich selbst ringt.